In den 10 Thesen, über die wir heute gesprochen haben, ist mir aufgefallen, dass das sehr umfassende Thesen sind. Also es gibt sehr viele Einzelthemen, die darin angesprochen werden, von Aufsicht über Finanzierungsmodelle, über Transparenz und Hate Speech. Es sind viele wichtige Themen, die aber teilweise inhaltlich auch noch recht weit voneinander weg sind. Und ich glaube, dass es eine große Herausforderung wird, aus diesen 10 Thesen tatsächlich dann eine konkrete Regulierung auch dem folgen zu lassen und möglicherweise vielleicht sogar noch die größere Herausforderung als die 10 Thesen überhaupt zu erarbeiten.